Oh, sorry, ich bin heute einfach so müde. Ich habe gestern noch so eine neue Netflix-Serie angefangen. Deswegen bist du so müde? Ich habe sie halt auch gleich fertig geguckt. Wer kennt es nicht? Man will sich eine neue Serie gönnen und sich abends ein, zwei kleine Folgen anschauen und dann guckt man doch bis spät in die Nacht oder sogar bis am frühen Morgen. Und wenn nicht so, dann passiert einem das Ganze am Wochenende, obwohl man eigentlich was anderes machen wollte. Heute sprechen wir mal drüber, was dieses Binge-Watching eigentlich ist, warum es vorkommt und was man dagegen tun kann. Das englische Wort Binge steht dafür, dass man was im Exzess, also extrem oder grenzenlos macht. Binge-Watching könnte man also als Exzessschauen übersetzen. Ganz oft wird aber auch das Wort Koma-Glotzen verwendet. Koma-Glotzen passt auch ziemlich gut zu dem, was ich gestern Abend gemacht habe. Denn obwohl ich unbedingt weiterschauen wollte, musste ich mich echt zusammenreißen, dabei nicht einzuschlafen. Es ist ganz ehrlich auch eine ziemliche Leistung, mehrere Stunden am Stück wirklich auf einen Bildschirm zu schauen und eine Handlung zu verfolgen. Eine Leistung auf der einen Seite, aber auch was, was einem ziemlich viele Probleme einbringen kann. Schaut man so wie ich bis spät in die Nacht Serien, hat man natürlich die Konsequenz, am nächsten Tag total müde zu sein und nicht die Leistung zu bringen, die man vielleicht eigentlich bringen möchte. Doch auch am Nachmittag oder am Wochenende Serien wegzubingen hat unangenehme Folgen. Man kommt nämlich einfach nicht zu anderen Aufgaben, kriegt gefühlt nichts gebacken und ich finde, am Wochenende ist nach so einem Serienmarathon die ganze Wochenendzeit plötzlich auch weg. Eine weitere Sache, die mich persönlich am Binge-Watching auch noch total nervt, ist, dass die Serie dann wieder so schnell weg ist. Ich will eine gute Serie schließlich eigentlich genießen, wenn ich sie aber am Stück wegglotze, kommt mir das irgendwie nicht so vor. Mir sind die negativen Folgen also durchaus bewusst und so geht es, glaube ich, den meisten, aber trotzdem kriegen wir es nicht besser hin. Warum ist es eigentlich so? Die einfachste Antwort darauf ist, weil wir es nicht besser hinkriegen sollen. Serien sind nämlich oft so aufgebaut, dass das Aufhören am Ende einer Folge einem unfassbar schwer gemacht wird. Dazu wird mit sogenannten Cliffhangern gearbeitet. Sinnbildlich heißt es, jemand hängt am Ende der Folge irgendwo mit einer Hand an einem Felsen und plötzlich wird der Bildschirm schwarz. Natürlich will jetzt jede Faser meines Körpers wissen, was passiert. Stürzt die Person ab, zieht sie sich wieder hoch, kommt noch Hilfe? Und dieses Motiv, dass jemand am Felsen hängt, das gibt es natürlich in unterschiedlichsten Ausführungen. In einer Love Story könnte es sein, dass plötzlich der Crush sich bei der Hauptdarstellerin meldet. In einem Krimi kann es sowas sein, wie dass plötzlich ein neues Beweismittel auftaucht. Oder. Auf jeden Fall führt die Handlung irgendwo hin, wo ich jetzt unbedingt wissen will, wie es weitergeht. Genau am Ende der Folge. Und jetzt wird mir das Aufhören noch schwerer gemacht, weil die meisten Streaming-Plattformen mit sogenanntem Autoplay arbeiten. Das heißt, es läuft ein kleiner Mini-Countdown ab und wenn ich nicht in der Zeit Stopp drücke, dann geht die nächste Folge los. In diesen 10 Sekunden soll ich jetzt mit meinen fettigen Chips-Händen die Fernbedienung finden und schnell auf Stopp drücken? Sorry, also so schnell kriege ich meine Willensstärke dann nicht zusammen. Und am Ende der nächsten Folge wartet dann der nächste Cliffhanger und das Spiel beginnt von neuem. Irgendwann gibt man sich dann gefühlt auch auf und denkt sich, jetzt habe ich eh schon so lange geschaut, auf die eine oder die zwei oder die drei Folgen mehr kommt jetzt auch nicht mehr an. Also raus aus dem Binge-Watching-Teufelskreis, hier sind unsere Top 5 Tipps. Tipp Nummer 1 ist Get Ready und dieser Tipp hat vor allem mit den Problemen zu tun, die durch Binge-Watching entstehen können. Nämlich keine gemachten Hausaufgaben, unaufgeräumte Zimmer und null gelernte Vokabeln. Erledige daher wichtige Aufgaben, bevor du mit dem Serienschauen anfängst. Denn selbst wenn dir das Aufhören dann schwerfällt, bist du diese Probleme zumindest schon mal losgeworden und außerdem verbringst du dann aktiv auch weniger Zeit mit dem Schauen. Tipp Nummer 2 ist, mach's dir einfacher. Wie schon erwähnt, ist Autoplay ein mieser Verräter, wenn es um Aufhören geht. Das kannst du aber in den meisten Streaming-Plattformen, übrigens auch bei YouTube, ausstellen. Und dann musst du nicht diese absurde Willensstärke aufbringen, zwischen den Folgen auf Stopp zu drücken, sondern du musst viel eher aktiv werden, wenn du weiterschauen willst. Ein Zusatztipp ist es dann, die Fernbedienung möglichst weit wegzulegen. Und schon wird's einfacher, den Teufelskreis zu durchbrechen. Tipp Nummer 3 ist, führ Tagebuch. Ich gebe zu, das klingt jetzt erstmal komisch, aber insbesondere dann, wenn dich das Binge-Watching wirklich belastet, dann kann das eine gute Möglichkeit sein, um das Problem dahinter zu erkennen. In so einem Tagebuch, das kann übrigens auch einfach eine ganz simple Liste sein, da notierst du zum Beispiel, wann du angefangen hast zu schauen und wann du aufgehört hast und da dazu, wie es dir dabei geht. Wenn du das über ein paar Wochen machst, dann kannst du sehr schnell Muster in deinem Verhalten erkennen. Fängst du vielleicht immer mit Binge-Watching an, wenn du eine bestimmte Stimmung hast? Oder merkst du, dass es dir nach dem Binge-Watching immer noch schlechter geht als vorher? Dann kannst du dich zum Beispiel damit auseinandersetzen, was es für Alternativen gäbe. Vielleicht Sport machen, Freunde treffen oder irgendwas Kreatives machen? Außerdem kannst du dir dann auch richtig einfach zusammenrechnen, wie viele Stunden du in den letzten Wochen oder Monaten mit schnödem Binge-Watching verbracht hättest. Und dich fragen, was wäre, wenn du zumindest die Hälfte der Zeit mit was anderem verbracht hättest? Wärst du vielleicht schon Karate-Profi oder hättest in der Schule richtig abgeräumt?
Tipp Nummer 4, mach deine eigenen Regeln. Was, wenn am Ende keiner am Cliff hängt? Also wenn du den Cliffhanger einfach weglässt. Das ist eine Sache, die bei mir total gut funktioniert. Ich halte mich einfach nicht an die Regeln der Serie, die in Folgen aufgeteilt ist, sondern höre dann auf zu schauen, wenn für mich ein Handlungsstrang abgeschlossen ist. Ich mache dir mal ein Beispiel. Am Ende der Folge bekommt die Hauptdarstellerin eine Nachricht von ihrem Crush und ich will natürlich unbedingt wissen, wie sie reagiert. Die Folge ist zu Ende, ich schaue aber weiter und sehe in der nächsten Folge, sie freut sich, sie lächelt, weiß aber nicht, was sie zurückschreiben soll. Innerhalb der nächsten 10 Minuten klärt sich das Ganze aber auf. Sie bespricht sich mit ihrer Freundin, schreibt was zurück und ich sehe noch, dass die Nachricht wirklich beim Crush ankommt und der auch noch lächelt. Für mich passt es damit und ich kann ausschalten. Auch wenn das Ganze mitten in der Folge ist, ist es für mich viel, viel einfacher, da aufzuhören. Und keine Sorge, ja auch kein Problem, weil die Streamingdienste sich ja merken, wo ich aufgehört habe. Also ich kann ja einfach dort wieder einsteigen. Diesen Tipp kann man so umsetzen wie ich, also mit Handlungssträngen. Man kann sich aber auch einen Wecker stellen und dann immer wieder snoosen, bis eben ein guter Zeitpunkt gekommen ist, um auszusteigen. Tipp Nummer 5 ist, hol deine Freunde mit ins Boot. Wenn man sich gemeinsam vornimmt, eine Serie zu schauen, dann finde ich, ist es echte Sünde, plötzlich alleine weiterzuschauen. Und das kann man sich natürlich gegen Binge-Watching zunutze machen. Nehmt euch gemeinsam vor, eine Serie zu schauen und wirklich nur dann zu schauen, wenn ihr beide oder eben die ganze Gruppe wirklich Zeit habt. Das muss ja noch nicht mal live zusammen sein. Wobei das natürlich hilft, weil immer irgendwann irgendjemand heim muss. Aber auch digital kann das funktionieren. Eine andere Möglichkeit ist es noch, sich mit Freunden feste Termine zu setzen, zu denen man schaut. Zum Beispiel immer dienstagabends ein oder zwei Folgen sind erlaubt. Es gibt mittlerweile ja sogar Serien, die eigentlich schon abgedreht sind, aber trotzdem jede Woche nur ein oder zwei Folgen rauskommen. Mit so einer Serie könnte man zum Beispiel auch erstmal starten. Hast du noch einen Tipp, der dir gegen Binge-Watching hilft, dann schreib uns das gerne. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann freuen wir uns natürlich über ein Like oder ein Abo und drücken dir die Daumen für die nächste Serie.